Jawohl, da sind wir wieder am Start. Und zwar gibt es passend zum Jahresende ein riesengroßes Feuerwerk von uns. So, was haben wir am Start? Lamborghini Aventador. Und ich hatte ja gesagt, bei dem Aventador, wenn wir die Auspuffanlage machen, und zwar die komplette Anlage mit Cut-Ersatzrohren, ja, zeige ich euch gleich, muss das halbe Ding quasi auseinandergenommen werden. Ja? Also das halbe Auto wird auseinandergenommen und ist eine riesige Scheißarbeit. Mit dem Endschalter vertauschen, das geht so, das kriegt man im Tag hin. Cut-Ersatzrohre ist echt eine Scheißarbeit. Also die da reinzupressen und reinzuquetschen, die sind ganz hier weit vorne. Ja, hier ist schon mal eins eingebaut von uns. Ja, ist echt auf jeden Fall kacke. Was machen wir? Also der Aventador, ja, Aventador, kriegt von uns eine komplette Abgasanlage. Abkrümmer, also mit Cut-Ersatzrohren, weil viel Cut, wenig Flammen. Wenig Cut, viel Flammen. So, und also auf jeden Fall genau, Cut-Ersatzrohr und ein Endschalldämpfer mit Klappenstörung. Bei den Dingern bringen die Cut-Ersatzrohre auch richtig was an Leistung. Ja? Selbst ohne Software gehen die Dinger richtig besser und wir haben es ja schon mal gemessen. Also wir hatten mal einen Aventador mit der Komplettanlage gemessen, also Cut-Ersatzrohre und Endschalldämpfer und wir hatten glaube ich um die 40 oder 50 PS mehr bei dem Ding. Also es war wirklich krass. Und wenn wir dann noch Tuning machen, dann bist du ganz weit vorne. Ne? So, jetzt geht's mal kurz der Erklärung für den Auspuff. Ich muss den Wagen eben umfahren. Moment. So, also eins dieser Cut-Ersatzrohre haben wir schon eingebaut. So halb, ja. Weiter geht's jetzt. Also, hier haben wir den originalen Endschalldämpfer. Der hat übrigens auch eine Klappensteuerung. Wiegt eine halbe Tonne. Haben wir gewogen, vielleicht kann ich praktisch einblenden. Sehr, sehr schwer. Hier haben wir ein Cut-Ersatzrohr, das heißt, das Ding hat. Hier ist das originale Cut-Rohr, ja. Also, zwei Katalysatoren drin. Und hier ist der Endschalldämpfer. Hier haben wir unsere Alphaman Performance. Cut-Ersatzrohre, ja, umwickelt mit Hitzeschutzband, ist ganz wichtig bei den Dingern, die werden ziemlich heiß. Und dann haben wir Endschalldämpfer mit Klappe. Wie das funktioniert ist, das ist bei dem Serien-Endschalldämpfer eigentlich identisch, würde ich sagen, oder fast genauso, nur dass mit geöffneter Klappe das Ding so durch einen kleinen Schalldämpfer Kammer im Auspuff geht und mit geschlossener Klappe durch größere Monster ist es anders. Und zwar, wenn die Klappe geöffnet ist, die Klappe sitzt hier, ja, zweimal. Wenn die Klappe geöffnet ist, musst du dir überlegen, Krümmer, Cut-Ersatzrohr, dann geht es hier rein und gleich da wieder raus. Also du hast im Endeffekt ein komplett durchgehendes Rohr. Ja, bei einem Aventador, V12, 700 PS, das Ding wird brüllen, bis der Arzt kommt. So, wenn die Klappe geschlossen ist allerdings, schließen die Klappen hier und dann wird umgeleitet durch diesen Schalldämpfer. Und ihr werdet nicht glauben, wie viel dieser verhältnismäßig kleine Schalldämpfer im Gegensatz zu dem Schalldämpfer auch an Klang wegnimmt. Ja? Und jetzt würde ich sagen, lasse ich die Jungs weiterarbeiten. Ja? Das heißt, wir bauen das Ding jetzt komplett ein. Und dann, wenn es einmal eingebaut ist, dann gibt es schon mal den ersten Soundcheck und dann haltet euch die Ohren zu. Wird gut. Jawohl, neuer Tag, neues Glück. Also, wir haben das Ding jetzt endlich komplett eingebaut, das war eine riesen Attacke. Und ihr könnt sehen, der geile Lamborghini Haubenlifter hier, Holzbalken, weil die Haubenlifter am Arsch sind. Das Auto ist vielleicht, ich glaube, anderthalb Jahre alt und die Haube bleibt gar nicht mehr offen stehen. Also müssen wir unseren geilen Holzbalken-Haubenlifter da am Start bringen. So, Abgasanlage ist montiert. War echt wieder mal eine riesen Attacke. Also die Karte sagt zwar, das ist wirklich scheiße. Ja? Das ist wirklich eine Scheißarbeit. Obwohl, selbst wenn die 100% passen, ist das ein bisschen kacke, die reinzukriegen. Ja, Ding ist fertig. Jetzt machen wir mal den ersten Start. Und zwar einen Kaltstart. Und dann denkt ihr wirklich, die Bude hier wird einmal komplett zusammenfallen. Und danach gibt es ein bisschen mehr Action. Aber jetzt starten wir erstmal und dann höre ich das mal an. Moment. Lamborghini. Ja, so. Wir machen jetzt mal auf!
Kleines Feuerwerk hat euch gefallen. Wir sind fertig mit dem Aventador. Der Kunde ist unterwegs, den Wagen abzuholen. Wir sauber gemacht, alles wieder dran, alles montiert. Auspuff brüllt ohne Ende, also wie Sau. Ist wirklich vom, also ich muss sagen, es ist wirklich der krasseste Aventador-Auspuff, den wir je gehört haben. Ohne Scheiß jetzt, ne? Ohne jetzt zu sagen, oh, weil es ist alles vom Elster so. Nein. Wir haben es verglichen, wir können es vergleichen, weil, wenn es nicht so gut wäre, müssten wir es hier ändern, dass es geiler wird. Es ist aber absolut perfekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da würde ich sagen, ich quatsch nicht viel weiter. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Genau.